Und hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Bei Ahnaf, die sagen, wenn man Tashahud macht, da bleibt die Hand so, bis man sagt, Ashhadu Allah, dann macht man so, La ilaha illallah, ja, macht man so und lässt zurück. Bei Ash-Shafi'iyya, die sagen, man macht so und man macht die ganze Zeit, man zeigt die ganze Zeit, ohne Bewegung. Bei Al-Hanabila, die sagen, man bewegt, aber langsam. Bei Al-Malikiyya, die sagen, man bewegt, aber weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Ring mit seinem Mittelfinger und mit seinem Daumen gemacht hat, dann haben die einige von Malikiyya verstanden, dass man so macht. Und deshalb siehst du, dass viele, wenn sie Tashahud machen, dann machen sie so. Aber eigentlich, das heißt so. Und jetzt die andere, sage ich jetzt an sich von Gelehrten, dass man bewegt und schnell. Und passt auf bitte, wenn man sagt, bewegt so, nicht wie manche machen so, dass es Rafa und Khafad, das ist kein Tahrik. Und hier haben wir eine große Diskussion zwischen den Gelehrten. Das hat auch mit der Hadith-Lehre zu tun. Es gibt eine Überlieferung von Wa'il ibn Hujr. Er sagte, ich habe den Propheten gesehen, er hat mit seinem Zeigefinger gezeigt und er hat das bewegt. Er hat damit Bittgebet gemacht. Einige Gelehrten sagen, diese Aussage, dass er das bewegt hat, haben sie gesagt, ja, das ist Schad, außer Reihe. Weil Wa'il ibn Hujr, diese Überlieferung, es gibt Zaida ibn Qudama drin. Eine Person heißt Zaida ibn Qudama von den Überlieferern. Und Zaid ibn Qudama hat diese Info gegeben. Dann haben sie gesagt, Zaid ibn Qudama hat 14 Hadith-Gelehrten widersprochen. Die anderen Gelehrten sagen, nein, Zaid ibn Qudama hat eine neue Information gebracht und es gibt keinen Widerspruch. Weil wenn du zeigst, da könntest du auch bewegen. Du sagst zum Beispiel den Leuten, was wird das? Steht auf und du machst eine Bewegung und da versteht man, steht auf. Deshalb, barakallahu fikum, das ist eine umstrittene Sache zwischen den Gelehrten. Und wenn man bewegt, dann gut. Wenn man, barakallahu fikum, zeigt, dann gut. Auch wenn man nur so macht und so. Das Gebet ist gültig. Aber die beste Form ist, dass man nach der Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam handelt. Und wenn man davon überzeugt ist, dass dies die richtige Art ist, wie die Ahnaf, dann bitteschön. Wenn man davon überzeugt ist, dass dies die richtige ist, wie Schafi'iyya, dann bitteschön. Aber hauptsächlich, dass man versucht, die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu praktizieren. Und der Sinn bei dieser Bewegung ist, dass man, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, und dass man hier die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Und barakallahu fikum, sagt Allah, manche, die machen sowas beim Gebet. Und der Prophet hat ausdrücklich das verboten, dass man die zwei Zeigefinger benutzt, um, sage ich jetzt, im Gebet. Und der Prophet, als er sah, dass einer sowas macht, dann sagte der Prophet, Ahadun Ahad. Das hört nur eins. Macht nicht so. Ahad und Ahad. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige. Und da sollte man sowas nicht machen.